Wunderschönen guten Tag zusammen zu den Non-Farm Payrolls im Live-Trading mit unserem Mr. Stereo-Trader himself, Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier zu den NFPs begrüßen. Ich bin sehr gespannt, ja, was die Zahlen sagen werden und natürlich noch viel mehr, was der Dirk da gleich draus zaubert. Ich hoffe natürlich nur das Beste. Ich drücke beide Daumen. Ich hoffe Sie natürlich auch. Aber bevor ich an den Dirk übergebe, gerade bei Live-Tradings, ganz wichtig, das Ganze hier dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Vollkommen egal, was der Dirk hier gleich handeln sollte, interpretieren sollte, ganz egal. Schlussendlich müssen Sie, sollten Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig vorweg, immer seitens FX Flat zu sagen. Sagt der Dirk wahrscheinlich gleich auch nochmal, so wie jedes Mal. Aber ich muss es vorweg einmal sagen. Ja, dann würde ich sagen, nochmal, ich sage ganz oft sagen hier heute. Mann, Mann, Dirk, ja, let it go. Loslegen. Herr Gott, ist das eine Motivation, die mir hier entgegenschwappt. Ey, das kann ja, ich sicher. Überhaupt nicht. Ja, sicher, ich halte Händchen, ich drücke Daumen. Ja, das kann ich gar nicht adäquat beantworten, weil ich bin nämlich heute eher müde am Start. Ich habe gerade schon gesagt, die Kamera geht nicht. Das ist aber, da bin ich gerade nicht so wahnsinnig böse drum, weil mein Tag momentan etwas, also die Nächte zumindest etwas knapp gehalten sind, wegen den ganzen technischen Geschichten, die momentan gerade im Hintergrund ablaufen. Aber von daher ist das hier jetzt auch mal eine willkommene Abwechslung. Aber der Florian, wie gesagt, der hat hier die ganze Energie, die wir brauchen, die bringt der Florian mit, da brauche ich gar nichts mehr dazu beizusteuern und hoffe, dass ich dem noch irgendwie gerecht werden kann. So, also dann von meiner Seite auch hallo und herzlich willkommen hier heute zum NFP Live Trading. Denke ich mal, dass es Live Trading wird. Und ganz wichtig, ich kann es nur wiederholen, es ist keine Floskel. Man soll ja grundsätzlich in keinem Webinar irgendwie nachhandeln, außer es wird ausdrücklich dazu aufgerufen, was wir aber nie machen. Und alles, was ich sage, ist im Zweifelsfalle falsch und keine Empfehlung, auch wenn es irgendwie ganz oft richtig ist und es ganz viele nachmachen. Freut mich natürlich immer, wenn wir alle in Anführungszeichen die gleiche Idee haben und alle gemeinsam punkten, aber das heißt ja nicht, ne, nur weil es fast immer geht, dass es halt eben immer aufgeht. Deswegen bitte unbedingt selbst überlegen, eigene Entscheidungen treffen und es kann auch sein, dass ich was übersehe und eben Fehler mache und dann stehen wir nachher nach dem Webinar da und haben dann irgendwie einen Minus-Trade und auch wenn es irgendwie oft so ist, dass der Markt danach noch irgendwie macht, was vorher beschrieben wird und dann bin ich aber dann halt eben auch nicht mehr da. Also das hilft dann halt nichts. Ne? Deswegen ist vor allem für die Anfänger, deswegen auch die Frage nochmal hier wie immer, wer ist zum ersten Mal dabei? Bitte mal kurz einfach was hier mal Hallo oder irgendwas in den Chat schreiben, damit ich mal so ein bisschen Überblick habe und damit ich weiß, worauf ich mich einzustellen habe. Was traut der Dirk sich heute nicht uns? Nein, das hat mit Trauen nichts zu tun. Ich bin auch nicht verkatert, das hat damit auch nichts zu tun. Es ist wirklich, ich habe es einfach verpeilt, weil wir hatten hier am Wochenende eine Geburtstagsfeier und da habe ich hier irgendwie alles abgebaut und musste irgendwie alles nochmal neu zusammenstecken und habe einfach vergessen, die Kamera zu testen. Und die geht natürlich prompt nicht. So. Und aber ich habe ja auch gerade gesagt, das ist mir nicht ganz unrecht heute, weil ich auch nicht wirklich wahnsinnig vorzeigefähig bin, weil ich einfach zu wenig Schlaf habe im Moment. So. Also, das war das Vorwort zu den NFPs. Wie immer gilt reines Price-Action-Trading. Das heißt, die Zahlen werde ich mir nicht angucken, beziehungsweise selbst wenn sie hier mal irgendwie reinfliegen sollten von irgendeiner Seite, ich werde mich nicht davon beeindrucken lassen, weil nach Logik ist es halt eher nicht zu machen, solche News zu handeln. Deswegen gucken wir uns das Bild an und gucken das einfach an, was fehlt da, was könnte jetzt kommen, wenn der Markt eben dünn wird. Ja? Also das ist ja immer auch grundsätzlich der Ansatz, dass ich halt davon ausgehe, die News werden eben dazu genutzt, um halt eben von dem einen oder anderen Marktteilnehmer, der eben Interesse daran hat, den Markt zu bewegen, um das halt eben dann auch machen zu können, ohne dass halt eben zu teuer wird. Weil das ist natürlich halt der Riesenvorteil. Weil, wie man weiß, ist ja das Orderbuch und die Teilnahme bei News immer relativ dünn. Das heißt aber dann eben auch, wenn nicht viele Orders im Buch sind, kann ich natürlich dann halt mit einer, ja, vielleicht nicht ganz überschaubaren Anzahl an Kontrakten, aber doch mit wesentlich weniger den Markt bewegen, da wo ich ihn hinhaben will. Ne? Also nicht ich, sondern eben die, die den großen Topf haben und den Markt dann halt eben auch bewegen können. So, es ist so ein bisschen widersprüchlich. Also ich gehe eigentlich schon davon aus, dass wir Wohler kriegen, weil die auch gerade noch mal so ein bisschen zugelegt hat die letzten beiden Tage.
Auf der linken Seite wie immer der DAX, auf der rechten Seite der Dow, beides jetzt erstmal im Tageschart. Beim DAX, da nur ganz kurz, also den werde ich hier eher nicht anpacken. Der hat eigentlich Luft hier bis zu 14.800, ja, einfach aus dem Grund, weil der Dow schon über die August, also sind hier die August-Highs, drüber ist und dem DAX hier an der Stelle fehlt das noch. Das heißt, allein um die Korrelation auszugleichen, wäre das halt eher dann halt eigentlich relativ einfach möglich, da mal da hochzuschießen. Würde aber dann auch bedeuten, dass der Dow äquivalent wesentlich mehr hochknattern müsste, könnte, sollte. Auf der anderen Seite hat der Dow hier gestern einen Rücksetzer gemacht, hier SMA 20, und der DAX hat eben nicht. Das heißt, wir haben so ein bisschen beides offen hier an der Stelle. Und das heißt wahrscheinlich, dass die Bewegung, dass die erste nicht bleiben wird. Ja, also es ist ganz oft so, und da bin ich auch kein Freund von, ja, von dieser These, die erste Bewegung ist immer die falsche, weil das ganz oft eben nicht stimmt. Mindestens 50% der Fälle stimmt es nicht. Ne? Und von daher, heute kann es aber so kommen, dass halt eben, dass wir alle möglichen Richtungen abklappern, bis der Markt sich dann halt erstmal halt entscheidet, wo es denn nachher hingehen soll. Ne? So, was schreibt hier gerade im August? Ah, stimmt, das sind die Augustus, das ist hier der Juli, richtig. Mein Fehler. Genau, da ist er halt irgendwie noch nicht so wirklich drüber und der Dow ja auch nicht. Ne? Tatsächlich. Hier sind wir im. Muss ich hier mal irgendwie kurz gucken. Da ist der Juli. Ist irgendwie völlig auseinandergelaufen. Daher, ja. Ja, ist richtig. Also Juli, also zumindest über die Hochs. Aber wie gesagt, der DAX finde ich jetzt hier eh nicht so wahnsinnig relevant. Aber halt hier oben, was ich eben oft schon gesehen habe, ist, wenn man halt irgendwie einen Short sucht, dass halt eben so oft zwischen zwei Hochs eigentlich der beste Punkt ist. Ja, also um da halt irgendwie zu drehen und da springt die natürlich auch ins Auge, ja, die 14.807. Das wäre so genau dazwischen, das wäre so das irgendwie rausgenommen und hier das noch nicht geschafft. Das heißt, wenn der da hinläuft, dann könnte es hier auch nochmal einen ordentlichen Rücksetzer geben, den man auch handeln kann, ja. Aber wie gesagt, DAX jetzt hier nicht unbedingt das Thema für das Webinar. So, dann mal den Dow. Also, ich habe hier oben so eine Widerstandszone, die sich aus mehreren Gründen halt ergeben hat und jetzt ohne die zu weit auseinanderzunehmen, sieht man ja hier an der Stelle, dass der Markt hier ja auch reagiert. Fehlt aber noch ein Stück da oben, die 34.800. Hier unten eigentlich nice aufgesetzt auf dem SMA 20, hangelt sich hier hoch. Ich hätte aber, also grundsätzlich hat das hier gestern super gepasst, die ganze Bewegung, gestern hier auf die 34.172. Das stand auch in meinem Blog drin, das heißt, eigentlich ist die vollständig. Das heißt aber nicht, dass er hier nicht trotzdem nochmal irgendwie kurz darunter gehen kann unter das gestrige Tagestief und dann halt eben rauf. Oder halt genau umgekehrt. Das heißt, wir gehen zuerst rauf und gucken uns dann die Geschichte hier nochmal an. Also ich glaube halt nicht, dass wir jetzt irgendwie einen Run kriegen, wo der Markt dann halt einfach so stehen bleibt und weiterläuft. Ich denke, das wird so ein bisschen Ausschlag in zwei Richtungen werden. Und da kann man nur versuchen, ob man da in der Stunde, also einfach eine Etage tiefer, und da halt irgendwo was findet, was halt irgendwie Sinn macht. Also hier sehen wir halt diesen massiven Anstieg von vorgestern. Ich weiß gar nicht, wo der hergekommen ist, weil ich momentan nicht so wirklich am Marktgeschehen dabei bin. Habe halt nur gedacht, so, was ist das denn? Wo kommt das denn schon wieder her? Und hier aus dem Stand halt mal eben von 630 auf irgendwie hier nochmal 600, also 1000 Punkte fast irgendwie nach oben. Und das ist natürlich schon heftig, ne? Und das so ein bisschen aus dem Nichts. So, und das heißt, das ist natürlich relativ squeezig, die ganze Geschichte hier. Und deswegen sage ich halt auch, der kann eigentlich auch problemlos da nochmal ansetzen, ja. Also, weil ist hier über diese Widerstände drüber gelaufen, die wir halt hier vorher deutlich eigentlich ausgebildet haben. Und eigentlich ist es ja so, dass so ein Widerstand, also der vorher einer war, dann nochmal abgeholt wird. Ist natürlich kein Gesetz. Aber in einem Markt, der noch nicht so ganz weiß, wo er irgendwie hin will, für den würde so eine Bewegung natürlich jetzt auch hier Sinn machen. Also ich gucke mir das jetzt hier wirklich auch gerade zum ersten Mal an. Das ist jetzt nicht irgendwie lange vorbereitet, sondern ich versuche jetzt hier wirklich quasi in Time mir hier irgendwas rauszusuchen, was der Markt eben halt machen könnte. So, das wäre für mich plausibel, dahin und dann nochmal versuchen, da oben anzusetzen. Das würde bedeuten,
dass wir möglicherweise erstmal runterfallen. Auf der anderen Seite haben wir hier oben die Hochs und da einfach mal die letzten Aufwärtsbewegungen da oben nimmt, hier in diesen Docht rein, von dieser Kerze, die da runterkommt, in der wir ja auch immer noch stehen. Das ist ja ein Außenstab, in dem wir hier stehen. Das heißt, auch der könnte sich nach unten verlängern. So, ich gebe das mal hier kurz im Live-Chart dann auch frei. Und dass man das gleich auch mal dann sieht. So, also das ist das Einzige, was mir jetzt hier tatsächlich auffällt. Hier oben, wahrscheinlich wird es schon wieder dünn hier oben an der Stelle, wo es nicht weitergelaufen ist. Das heißt, präferiert würde ich tatsächlich versuchen, hier vielleicht erstmal einen Short zu finden bis unter die 34.000 und dann kann die Kasse nachher gucken, was sie draußen macht. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an im anderen Bild. Bin ich hier richtig? Yep. So, und hier sieht man es ein bisschen deutlicher, ne? Auch wieder Stunde und da ist halt eben der Außenstab hier in Rot markiert mit dem Prax-Tool. So, und ich würde mal fast tippen, wenn man den jetzt verlängert, dass hier rein mal die Extension anmacht, dass der wahrscheinlich auch da unten landet, ne? Ja, ziemlich genau sogar. Und das heißt, das könnte hier tatsächlich auch nochmal mit reinspielen, dass wir halt eben das hier mal verlängern. Hier, das ist nichts anderes als die Fibo-Extensions. Und die halt schon recht oft eigentlich brauchbar sind, wo man dann halt eben sehen kann, wo der Markt dann halt möglicherweise reagiert. So, dann gucken wir mal. Also, dann müsste man hier natürlich jetzt auch irgendwo das Risiko in irgendeiner Form begrenzen können, wenn man das so macht. Also idealerweise geht man da eigentlich mit einer Stop-Order rein. Die Gefahr ist natürlich, dass man dann halt irgendwie ein bisschen schlecht eingestoppt wird und dann erst genau dann, wenn der Markt reagiert, dann halt irgendwie dann da halt gefiltert wird. Das kann halt immer passieren, muss nicht sein, weil was mir jetzt hier nicht so gefällt, ist, dass er jetzt schon an der Stelle, also jetzt um irgendwie 2 Minuten vorher, halt da unten rumdrückt, ne? Das ist natürlich nicht so schön und weil natürlich dann halt hier das Risiko sich bis mindestens hier rauf dann halt eben dann auch erstreckt. Das heißt also jetzt hier, wenn es halt irgendwie 80 Punkte, weil man jetzt sagt, man geht irgendwie hier short, ja. Das gefällt mir natürlich nicht. Besser ist natürlich, wenn er irgendwie kurz, bevor es runtergeht, erstmal nach oben so ein bisschen ja, schleicht, ne? So ohne Volumen. Das ist eigentlich immer wesentlich besser. Und von daher bin ich da gerade so ein bisschen unschlüssig, ob ich das machen soll. Ehrlich gesagt. So, was meint ihr denn? Was meint ihr denn? Also, das heißt auch, wenn ich jetzt hier eine Stop-Order mache, würde ich die auch nicht als MIT machen, sondern eben als normale Order, die also beim Broker gefüllt wird, ne? Weil natürlich einfach dann halt so ein paar Millisekunden, die bin ich dann natürlich dann im Vorteil. Also bei einer Stop macht das halt schon Sinn, ne? Lutz meint Long suchen bei 300. Das so ein bisschen, ne, weil wir halt eben hier so im Außenstab drin hängen. Also es ist halt, ne, also ich bin eigentlich schon eher der Meinung, der könnte Luft holen, bevor er raufgeht. Dass er raufgeht, ja. Ab hier eher nein. Und von daher, aber es ist nicht einfach. Und vor allen Dingen hier mit dem Risiko nicht so ohne weiteres zu machen. Ich würde jetzt wirklich mal vielleicht kurz den ersten Impuls abwarten und hier mal alles irgendwie einstellen. Den Trail natürlich mal aus. Und dann halt mal gucken, was passiert. Was man natürlich auch machen kann, ist umgekehrt. Das heißt, hier oben irgendwie einen Short suchen. Ja, siehst du, er gapt nach unten weg, ne? Ja, genau das. Ja, hätte man doch machen sollen, ne? Einfach hier mit einer Stop Short rein, weil das, der nach unten geht, ja, ne? Also hier Long bei 300, also glaub Lutz, das ist beantwortet. So, das heißt aber dann eben auch, dass wir jetzt hier Long da unten dann halt höchstwahrscheinlich kriegen werden. Ne? Also in dem Bereich, wo ich da halt hin wollte. Mal gucken, ob das gelingt. Noch sind wir nicht da drunter. Und das ist natürlich dann auch nicht so einfach zu handeln.
Ne, weil man, da muss man dann halt irgendwie schon gucken, wo komme ich da halt rein? Also Short erstmal weg. Eieiei, da hätte man einfach draufdrücken sollen. Das ärgert mich jetzt natürlich schon ein bisschen. Das Risiko, ich habe kurz überlegt, soll ich das Risiko einfach eingehen? Aber es ist natürlich immer blöd, wenn mein Webinar einen versenkt. Aber ich habe echt gedacht, kannst du eigentlich machen. Aber na gut, dann ist es jetzt eben so. Also das heißt, damit sind wir schon unter gestern drunter. Wir kommen hier in die Erweiterung rein. Und wie gesagt, wenn man das macht, ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Aber gut, stimmt zumindest meine. Ja, Bracket Order ist nicht so einfach. Also würde ich auch hier nicht machen, ne? Wenn ich ja eher irgendwie der Meinung bin, da unten fehlt was, dann mache ich ja nicht ein Bracket dann irgendwie auf Long, ne? So, also ich bin jetzt hier leider nicht reingekommen, ne? 300 Punkte verschenkt. Kann man nicht anders sagen. Hätte man machen sollen, weil das Risiko auf der anderen Seite lag bei irgendwie 80 Punkten und hier unten eben die 300. Also wir sind da jetzt erstmal da, wo ich hin wollte. Fast. Kleines Stück fehlt noch. Vielleicht kommt man jetzt hier irgendwo noch für ein paar Punkte rein. Ich muss jetzt aber trotzdem mal irgendwie ein, zwei Minuten abwarten, um mal zu sehen, ob es da überhaupt irgendwo irgendwas gibt, wo man halt irgendwie reinkommen könnte. So, wer war short und war schneller als ich? Die Richtung stimmt ja, ne? Zu lange überlegt. Aber das ist auch natürlich irgendwie, naja, wenn man müde ist, ist man nicht so schnell. Ja, also doch der ein oder andere dann halt eben Short dabei. Das ist schon mal gut, freut mich. Weil ich mache es ja nicht nur für mich, ich mache es ja halt auch für euch. Wunderbar. Ach, das ist schön. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Freut mich. Jetzt am Long-Aufbau der Martin. Ich finde es halt, ja, hat noch ein bisschen Zeit. Ja, weil oft ist ja eben auch so, ich meine, gerade bei so einer Bewegung 300 Punkte, ne, da wird ja in der Regel erstmal nachgetreten und dann halt mal, um rauszufinden, geht da noch was, geht da noch was. Und irgendwann ist dann Schluss und dann dreht das Ding um. Und deswegen würde ich da, glaube ich, gar nicht zu früh irgendwie long reingehen, sondern halt jetzt mal ein bisschen warten. Zumindest mal halt irgendwie 15 Minuten. Und oft ist dann eben so, wenn der dann halt die Long-Richtung sucht. Also wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass wir dort nochmal deutlich long kriegen werden. Aber das dauert einen Moment. Ich glaube nicht, dass das jetzt direkt hier im Impuls kommt und wir die 5-Minuten-Kerze jetzt gleich nochmal 300 Punkte höher schließen. Ne? So war es beim letzten Webinar. Beim letzten NFP, da habe ich ja genau das gemacht. Da habe ich gesagt, wir schließen die 5 Minuten nochmal auf grün. Und aber das sehe ich hier wirklich nicht kommen. Also, vielleicht versucht er das, ja. Das wäre jetzt auch nicht besonders außergewöhnlich. Aber dann würde ich hier erstmal am Daily Limit hier oben irgendwo dagegen halten. Und dann halt irgendwie versuchen, dass wir da das nochmal ein bisschen Punkte nach unten kriegen. Ja, ärgert mich jetzt ja schon so ein bisschen. Ne? Also, hätte schon gerne irgendwie den Trade gehabt mit 300 Punkten natürlich. Ne? Weil das war ja schon ordentlich. Also, zumindest, ach, es hat immer so ein bisschen schwierig. Ne? Auf der einen Seite ärgert es mich, auf der anderen Seite ist es aber eben alles so gekommen, wie ich es vorher erklärt habe. Jetzt erstmal. Und das ist natürlich dann auch gut, weil es geht ja nicht nur darum, dass ich hier irgendwie meinen Pott voll mache. Sondern ja auch, dass man die Ansätze versteht und dass der Markt dann möglichst eben auch das macht, was halt vorher, was ich vorher erklärt habe, ne? Rein vom Price Action Bild her. Ne? Also Price Action ist ja alles, was halt eben visuell ist, also beziehungsweise nicht nur unbedingt visuell, sondern Price Action heißt ja nichts anderes, als dass man folgt oder man agiert in der Preisentwicklung selbst, ohne sich darüber Gedanken zu machen, warum. Und dazu gehört auch genauso jede Form von Charttechnik, aber halt eben auch Scalping in der Form, wie ich das hier mache, gehört natürlich auch ebenso dazu. Und das heißt, man macht sich über die News dann halt eben keine Gedanken. Ich habe auch irgendwie hier gerade schon zwischendurch gelesen, dass die News wohl irgendwie gut waren, aber trotzdem irgendwie runter. Ja, das ist ja das, was ich sage, ne? Nie drüber nachdenken. Bild angucken, versuchen herauszufinden, was die anderen treiben und
und dann halt versuchen, da in irgendeiner Form mitzugehen. Hier interessant ist natürlich, dass wir genau auf der ersten hier schon mal aufgesetzt haben, ne? Wo ich ja vorhin gesagt habe, hier Außenstab in die Erweiterung, also wirklich hier sieht man es ja, ne? Auf den Tick quasi da unten rein in die erste. Das ist so typisch, ne? Also das sieht man so oft. Und da sieht man aber eben auch auf der anderen Seite, das sind Algos, ne? Und da bin ich ja natürlich auch ein Freund davon, weil man die eben besser einschätzen kann als irgendwie eine Horde Verrückter, die irgendwie glaubt, aus den unterschiedlichsten persönlichen Beweggründen den Markt in irgendeine Richtung sehen zu wollen. Da gucke ich mir lieber ein Algo an und weiß, der kann nur 1 und 0 zusammenzählen und trifft dann irgendwelche Entscheidungen. Und das dann halt irgendwie zu analysieren, finde ich halt leichter. Also, das ist mit so einem Grund, warum ich Algos gut finde. Die sind nicht so kompliziert wie die Menschen, die irgendwelche Entscheidungen treffen, vor allen Dingen nicht, wenn es um Zahlen geht. So. Also, Long hier unten war ja dann halt auch erstmal nicht verkehrt, weil hat der Martin ja irgendwie gerade geschrieben. Aber ich würde hier einen zweiten, also ne, keine Empfehlung. Ich versuche jetzt hier einen zweiten Impuls mitzukriegen, und zwar nach unten. Ne? Das heißt, ich suche mir jetzt hier einfach ein Daily Level an der Stelle. Die 113, das ist das Vortagestief. Dann noch hier ein Pivot dazu. Und wahrscheinlich kommt dann auch irgendwie der SMA 20 im M1 auch gerade irgendwie zeitlich dazu. Und mal sehen, ob das nicht nochmal dann irgendwie einen zweiten Drücker dann nach unten gibt. So, dass wir die Geschichte hier dann halt eben voll machen. Jetzt gucke ich gerade nochmal hier, wo wollte ich denn da hin? Ja. Hä, warum habe ich die nicht eingesetzt? Also es war schon brutal genau, ne? 33.903, da ging mein Pfeil hin, den ich da vorhin gezeichnet habe. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt hier, bin ich jetzt echt einfach nur zu müde? Habe das jetzt tatsächlich nicht richtig gesehen. Hey, geh mal da oben weg. Was sagt man dazu? Eben Pfeil gemalt, dahin, der Kurs läuft dahin. Und wer ist nicht dabei? Der, der ihn gemalt hat. Ja, das war einfach nur die plausibelste Bewegung jetzt erstmal. Ne? Das heißt, ich müsste jetzt sogar hier aufpassen mit Short. Nicht, dass der mir jetzt dann noch gleich um die Ohren fliegt und weil er die Bewegung hier dann am Stück dann irgendwie vollständig macht. Also generell sehe ich das schon so, ja, dass da halt viel mehr nicht passieren muss, ne? Und vor allen Dingen hier ist es natürlich echt wieder wie im Buch, das ich nicht geschrieben habe, was ich vielleicht mal irgendwann schreiben sollte. Ne? Das hat eben genau das sind die besten Levels, um da halt irgendwie abzuspringen, beziehungsweise um halt eben den Markt einzuschätzen, was er halt eben als nächstes eigentlich machen müsste, könnte, damit halt eben die eigentliche Richtung sauber funktioniert. Und das ist genau das Level, was gefehlt hat. Die 33.903, weil es einfach nur hier oben die Widerstände, weil es einfach nur die Widerstände hier gewesen sind und der Markt läuft in der Regel halt nicht drüber, sondern holt das Ding hier ab. Das heißt, hier wird der Anschluss gesucht, warum auch immer. Da kann man irgendwie natürlich drüber philosophieren, aber das ist so ein Bild, das ist so typisch, ja. Und deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, so hier oben in der Luft, nee, wenn, also eigentlich da unten kann der irgendwie versuchen, da nochmal rumzudrehen und dann kann das auch funktionieren. Ja, und da, genau da waren wir jetzt. Er kann natürlich jetzt auch hier nochmal ein paar Punkte tiefer, muss aber eigentlich nicht, ja. Daher ist es so ein bisschen wirklich jetzt mit Vorsicht zu genießen, wenn man da jetzt Short reingeht, also um dann halt quasi den zweiten Test da halt abzuholen. Nicht, dass das nicht funktioniert. Ne? Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, erst 300 Punkte ansagen und dann verschenken und dann nachher noch einen Fehler machen. Das wäre natürlich dumm. Hier im DAX, ganz kurz, im Daily sieht man ja halt jetzt auch gerade, ne? Der könnte hier die Bewegung vollständig machen und hier nochmal auf die 310 aufsetzen, hier auch mal den SMA 20 abholen, ja, einfach mal ganz profan, ne? Weil das ist ja nichts anderes als ein mittlerer Trend einfach. Ne? So interpretiere ich immer die SMAs, also ne, einfach nur im Durchschnittstrend, wenn man so möchte. Und der hat eben dann auch oft die Richtung ja auch anzeigt. Also das heißt, hier zeigt er unweigerlich nach oben. So, und da gibt es eigentlich gar keinen Grund, warum der jetzt da irgendwie da durchfallen sollte, sondern er wird dann halt irgendwo das Mittel gesucht und dann halt eben erstmal wieder in die Richtung dann halt auch
reagiert. Das wäre halt typisch. Und deswegen könnte das hier auch Sinn machen, dass der nochmal ein kleines neues Tief macht, vielleicht dann nachher mit der Kasse und dann halt hier nochmal raufzieht auf die 470. So, aber hier komme ich irgendwie nicht mehr so wirklich rein, wie es aussieht. Macht aber dann vielleicht auch nichts, weil wenn der jetzt hier unten versucht, nochmal eins dran zu setzen, würde ich dann tatsächlich dann auch eher mal long versuchen und dann mal sehen, ob, wie wir die Kerze da halt bis um 15 Uhr dann halt irgendwie auflösen. Ja, ach, seht es mir nach. Ich hoffe, mir ist da keiner böse, dass ich das jetzt selber so ein bisschen verpennt habe, den Entry. Da muss ich ja reich sein, wenn ich mir selber böse bin. Müsst ihr das nicht auch noch sein? So, Natalia fragt, Sell Limit? Ach so, wo oder wie? Ja, hier, ne? Am Vortagstief einfach 113. Das kann man sich ja hier anzeigen lassen. Quatsch, hier mit Vortagestief. Ja, und jetzt wäre der SMA 20 tatsächlich genau da, aber der Kurs halt eben nicht. Ne? Eieiei. Ja, mal gucken. Also ein bisschen einpendeln werden wir uns hier schon. Der wird schon nicht irgendwie am Stück jetzt irgendwo hinlaufen. Glaube ich jetzt irgendwie nicht. Hängt jetzt hier natürlich so ein bisschen doof in der Nähe von der Tausender-Marke. Und was? Mal ehrlich, wann kommt das Buch? Ja, irgendwann glaube ich, mache ich das echt mal. Wenn ich mal Zeit habe. Und das ist genau das Stichwort, was bei mir irgendwie gleichzeitig das Reizwort ist. Zeit. Die ist leider echt viel zu knapp bemessen. Gerade so in Momenten wie diesen, wo irgendwie ganz viel umgestellt wird, wo ich zwar Hilfe habe von anderen Programmieren und natürlich auch insgesamt Leute und Team drumherum, aber wo dann halt einfach viel zu viel bei mir selber hängen bleibt und da hat irgendwie der Tag nicht Stunden genug. Aber irgendwann wird es auch mal anders werden. Dann schreibe ich vielleicht wirklich mal ein Buch, mal gucken. Und danach kauft das keiner. Das wäre natürlich auch. Ja, also danke fürs Feedback, ne? Also ihr könnt hier gerne was reinschreiben. Ich freue mich, also wenn jemand sagt, finde ich total dumm, kann das hier auch reinschreiben, ja? Aber wie gesagt, mein Ansatz ist ja, warum ich die Webinare mache. A, natürlich klar, Stereo Trader, um immer wieder zu zeigen, so hey, ich habe nicht nur das Ding da irgendwie erfunden, sondern kann so ein bisschen auch den Markt greifen. Und auf der anderen Seite, weil ich das jetzt auch schon irgendwie ganz oft gemacht habe, eben dem einen oder anderen unter die Arme zu greifen und dann halt eben was an die Hand zu geben, wo man dann halt irgendwie seinen eigenen Ansatz damit abgleichen kann oder halt eben auch einen neuen Ansatz vielleicht einfach auch mal annehmen kann, ne? Weil es funktioniert ja dann doch eben viel zu oft, viel zu gut. Also man kann es ja nicht anders sagen. Und also diese Denkweise, ne? Also man sieht ja schon sehr oft, dass das halt eben häufig passt, ne? Also weit über 50%. Und von daher ist das ja dann auch vielleicht nicht so falsch, wenn man halt da halt irgendwie mal ein bisschen mitguckt, mit drauf guckt und dann vielleicht für sich dann auch was da halt gewinnen kann. So, also wir sehen, er drückt jetzt hier nochmal unten rum. Sieht so ein bisschen aus, als käme gleich noch ein neues Tief. Und dann kann man mal gucken, wenn hier unten noch ein Tief kommt. Hier hätten wir ja auch ein Pivot noch dazu. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den nächsten nicht nochmal verpasse. 33, 840 etwa in dem Bereich. Ne? So, und genau da hätten wir auch tatsächlich den Pivot. Da wäre die nächste perfekte Erweiterung hier von dieser Bewegung. Da würden wir auch deutlicher reinstechen. Nochmal in diesen, muss ich mal, hier sieht man es nicht, in diesen Klumpen da, ne, also hier in diesen Widerstandsbereich. Und dann hat das Ganze auch nochmal mehr Chancen, dann halt zu reagieren. Den kann man dann vielleicht sogar auch dann skalieren und aufbauen, wenn er irgendwie nicht direkt mitspielen sollte. Und was, der DAX zieht schon hoch, ja, aber der Dow nicht, glaube ich nicht. Das glaube ich noch nicht. Also hier auch gerade jetzt mit der M15 da im Nacken, die jetzt hier gerade abgeliefert hat, die hat ja dann nun doch mal irgendwie fast 400 Punkte, 350 Punkte lang ist, von Open bis Close. Die wird er jetzt, glaube ich, nicht irgendwie am Stück mal eben wieder wegziehen, sondern da kommt jetzt eher noch einer nach unten nochmal nach.
mit einem neuen Tief und dann muss man halt mal sehen, ob das da unten hält. Ich wäre ja dafür, dass nicht. Ja, also sieht ja hier auch gerade schon. Ne? Gerade wo ich das erklärt habe, da habe ich angefangen zu erklären und jetzt stehen wir schon wieder irgendwie 20 Punkte tiefer, 30 in einer Minute. Hier wäre eigentlich natürlich auch ganz nett, wenn er hier einmal über die Hochs drüber geht und uns hier oben natürlich doch noch abholt, hätte ich natürlich auch nichts dagegen, beziehungsweise mich. Ne, was man eben auch oft sieht, so ganz genauso profan wie im Daily, halt jetzt zum Beispiel was den SMA 20 angeht, kann man das natürlich auch wesentlich tiefer runterbrechen, wie hier auf dem M1. Ne? Da haben wir jetzt einfach in der Minute im Durchschnitt hier SMA 20, das heißt, drückt im Durchschnitt nach unten und da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass das beibehalten wird. Das heißt, wenn der Markt also hier versucht, über einen stark fallenden SMA 20 drüber zu klettern, wird es eher nicht funktionieren. Und genau wie umgekehrt im Daily über einen stark steigenden SMA 20 drunter zu fallen, funktioniert in der Regel auch nicht so einfach. Ne? Nur hier sind dann halt die Algos am Start, im kleinen Timeframe, im großen sind dann halt auch schon mal die Verrückten am Start, also die manuellen Händler, die dann aber eben halt auch oft gegen die Algos dann halt laufen. So, hier stehen wir so ein bisschen auf der Stelle. Mal gucken, vielleicht kriegen wir hier noch was. Ich hätte nichts dagegen. Ne, aber hier ist jetzt einfach genau die Mitte. Das sieht man jetzt. Also hier jetzt irgendwie einen Trade zu machen, genau da weiß ich nicht. Ne? Man sieht ja, hier baut sich jetzt erstmal eine Range auf. Wir stehen genau in der Mitte von der Range, die sich hier gerade irgendwie aufbaut. Das heißt, die Oberseite ist irgendwo hier jetzt gerade mal. Ne? Das wäre halt auch nochmal ein Grund, warum der jetzt eigentlich nicht von hier aus abhauen sollte, ohne weiteres. Aber ich weiß nicht, ob ich hier noch einen Trade kriege. Ich kann es leider nicht versprechen und auch nicht so ganz absehen, weil wenn der Markt jetzt einfach noch eine Viertelstunde stehen bleibt, ist doof. Dann war es ein theoretisches Live-Trading, das zwar gepasst hat, aber trotzdem eben nur theoretisch. Aber es haben ja doch einige hier so ein bisschen was mitbekommen am Punkten, dass ist ja das, worum es ja auch geht. Tja, und nun, ne? Was haben wir denn für Zahlen? Was war denn, Florian, kannst du was dazu sagen? Kann jetzt zumindest mal irgendwie aufnehmen, nachdem wir jetzt ja wissen, dass die Zahlen selbst nicht gehandelt wurden. Ich kann mal eben gucken. Ich habe die Zahlen tatsächlich nicht im Blick. Ich schau mal eben nach. Gehen wir mal. So. Wo haben wir denn unsere NFPs? Ich habe ja letztens noch irgendwie gemeint, ich sollte, glaube ich, nur noch News handeln. Dann sollte ich aber, glaube ich, auch mehr schlafen. Sonst gibt es nichts zu essen. Was ist Das denn? wäre ganz traurig. Warum sind die in meinem Kalender nicht? Ich muss einmal schauen, Dirk. Ja, Ich habe die jetzt klar. nicht Kein Problem. auf Abruf jetzt gerade. Sonst, ich glaube, der Lutz hat die sonst eigentlich immer. Zahlen besser als erwartet, aber starker Arbeitsmarkt. Zinsen. Ja. Zahlen waren besser. Kommt schon Ja, rein. das ist ja immer das Ding. Ne? Es geht dann irgendwie runter und trotzdem und deswegen. Auf jeden Fall war das natürlich auch ein schönes Beispiel dafür. Und dass ich immer sage, ey, guckt nicht auf den Inhalt von den News. Es kann nur daneben gehen. So, also 260.000, 263.000. Ja, da kommen wieder dann zur Erklärung, genau, ne? Das meine ich halt, Lutz, ja, das ist dann schlecht für Zinserhöhen, für weniger Zinserhöhungen. Oh, es gibt dann immer irgendwas, ne? Und am Ende glaubt jeder irgendwie schlauer zu sein als der andere. Das ist halt immer so das Problem. Und da versuche ich mich dann eben auch rauszuhalten. Ich sage immer so, ich bin dumm oder ich bin nicht dumm, aber ich maße mir nicht an, ne, irgendwie halt das zu durchsteigen, warum
irgendwie dies und das und jenes, das kann nicht funktionieren, finde ich. Also ich finde es vermessen halt einfach, ne? Aber klar, kann im Endeffekt jeder natürlich machen, wie er will. Aber warum nicht einfach gucken, was die Händler treiben und dann halt eben das machen, was die machen und nicht fragen, warum die das machen, sondern einfach versuchen, genau das Gleiche zu machen, beziehungsweise da halt in den Strom dort mitzuschwimmen. So, also passiert hier jetzt noch irgendwas oder bleiben wir jetzt hier da irgendwie die ganze Zeit stehen? Das ist vielleicht so ein bisschen anstrengend. So irgendwie ein neues Tief fände ich ja schon irgendwie gut hier mit ein bisschen Anlauf von da oben. Aber da hängt irgendwie alles noch so ein bisschen in den Seilen. Beziehungsweise es ist mir halt nicht deutlich genug, um jetzt hier eine Position irgendwie aufzumachen. Weil so ein bisschen mehr darf es ja dann schon sein. Also Richtung wäre mir jetzt dann halt auch egal. Wobei ich hier schon fast dazu tendieren würde, irgendwie ein Long zu setzen. Also hier oben in diese Aufwärtsbewegung rein. Vielleicht zu früh, aber irgendwie, weil der drückt jetzt erstmal gerade so ein bisschen nach unten, nach oben. Man könnte hier eigentlich mal noch eins dran setzen und zumindest mal hier die Range auf der Oberseite mal antesten. Dann halt mal sehen, was passiert. Also jetzt hier eine kleine Position. Vielleicht gibt es ja ein paar Punktchen nach oben. Ne, weil wir haben jetzt schon, also wir laufen zwar hier gegen den Fallen, aber es dreht sich ja hier gerade alles so ein bisschen. Und die Range oben haben wir noch nicht, also unten haben wir einfach keine neuen Lows. Jetzt hier einfach mal im ganz kleinen Timeframe gesprochen. Keine neuen Lows. Die Oberseite von der Range wurde noch nicht angetestet. Das heißt, also 10 Punkte sind es ja hier schon, würde ich auch irgendwie relativ schnell absichern. Geht ja nur darum, jetzt hier wenigstens mal ein bisschen was noch zu skypen, so wenn es nur 5 Punkte sind, ja. Aber das würde schon Sinn machen, dass der sich jetzt einmal nach oben erstmal wegdrückt und dann halt mal sehen, ob wir von da oben nochmal einen zweiten Test vom Tief kriegen. Das ist natürlich jetzt hier schwierig, da reinzukommen, ne? Also für ein paar Punkte reicht das. Sieht man auch hier, es ist total einfach, irgendwie so mal schnell 10 Punkte rauszuschneiden. Aber kann jetzt natürlich sein, dass wir hier jetzt einfach direkt nochmal abgeholt werden mit ein paar Punkten, und dann halt eben rausfliegen, ne? So, das meine ich halt. Das ist natürlich hier so ein bisschen schwierig, aber skypen kann man das. Und wenn man halt irgendwie 10, 15 Punkte haben will, die gab es ja auch hier. Aber alles andere ist dann natürlich hier so im Mittelfeld nicht so einfach. Dann muss man eigentlich hingehen und muss dann halt irgendwie sagen, okay, ich glaube da halt dran, ja, dass der das jetzt macht. Als Beispiel, ich mache das jetzt hier mal exemplarisch vor. Ich glaube dran, dass der das macht. So, der Glaube allein reicht natürlich nicht. Aber dann halt eben auch nach unten skalieren und nicht eben zu eng abstoppen. Oder man nimmt halt wirklich nur die kleinen Bewegungen und nimmt die dann aber auch mit, ja. Also das wäre halt der andere Ansatz. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel dann halt irgendwie nicht lange zögern, sondern halt hier einfach direkt Trail rein. So, dann nimmt man halt da eben 20 Punkte mit und dann ist auch gut, ja. So, spricht da nichts dagegen. So, bitteschön. Ne, 20 Punkte, da stehen sie. So, weil ich ja jetzt nicht weiß, was da halt oben passiert. Aber da haben wir hier wenigstens ein bisschen was gemacht. So, kann ja nicht sagen. So eine Bewegung hier, so ein Webinar ohne irgendwelche Punkte da halt irgendwie. Das geht gar nicht. Ein Quatsch, geht natürlich schon, ja. Aber das hier war jetzt halt einfach so völlig simpel, einfach mal in die Impulsrichtung gescalpt, ne? Der hätte jetzt natürlich trotzdem aber halt eben auch da unten nochmal Luft holen können. Dann wäre es ein bisschen stressiger gewesen, aber war jetzt nicht unbedingt so abzusehen. Ne? So. So, viel mehr werde ich jetzt auch hier einfach zeitlich nicht mehr mitbekommen. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig. Aber immerhin, ja, der Markt hat sich, das hat sich bewegt, 300 Punkte, 23 mal mitgenommen. So, besser als nichts. Ne? Und aber nochmal, wie gesagt, es geht ja auch darum, den Markt einschätzen und greifen zu können und nicht nur darum, hier Punkte mitzunehmen, wobei natürlich Letzteres nicht unwichtig ist. Ich will das gar nicht runterspielen, ja. Bloß nicht. Also im Trading geht es nur darum, Punkte mitzunehmen. Da geht es überhaupt nicht darum, den Markt
irgendwie gut erklären zu können. Ja, das ist was für die Analysten, ja, die dann halt mit Abos ihr Geld verdienen, aber nicht für die Händler. Als Händler muss man auf den Knopf drücken können und nicht so lange überlegen und sich sicher fühlen und dann Punkte rausschneiden und nicht erklären und Recht haben. Ja, davon kann sich keiner irgendwie Wurstbrot kaufen. Und für die Vegetarier auch kein Marmeladenbrot oder Käsebrot. Alright, gut. Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich hier noch irgendwie großartig irgendwas kriegen werde. Also man könnte jetzt hier natürlich nochmal, das mache ich jetzt aber nicht, weil ich ja hier auch demnächst zum Ende kommen muss. Man kann natürlich jetzt auch hier sagen, ja, Range-Oberseite, ich gehe nochmal short. Ja, weil das hier ist jetzt erstmal die Grenze von der potenziellen Range. Spricht nichts dagegen. Ich bin aber halt trotzdem eigentlich immer ein Fan davon. Also wenn der Markt hat, irgendwann, wenn sich anfängt zu bewegen, sind eigentlich die Levels, die im Daily erkennbar sind oder aus dem Daily resultieren, immer interessanter. Und als jetzt hier irgendwie nur auf kleinem Niveau, ne? Weil wenn jetzt irgendeiner kommt und hier was Größeres aufmacht, dann wird das halt nicht mehr reichen, ne? So, dann wird es aber reichen, wenn man halt einen Schritt weiter denkt, ja, was will der eigentlich, ja, oder die halt hier irgendwie größere Positionen an den Start bringt. So, und was ist da relevant? Im Daily, was ins Auge springt einfach, ist das Vortagestief hier oben, da wo ich vorhin meinen Short drin hatte. Den würde ich da jetzt auch erstmal lassen. Wahrscheinlich sehen wir den jetzt hier nicht mehr vor 3 Uhr, aber das wäre halt schon total plausibel, dass wir dort, wenn wir da hinlaufen, dann da auch nochmal abprallen. Und dann vielleicht einfach hier runter auf die Range oder so, aber da einfach drüber, sehr unwahrscheinlich. Ne, weil es halt einfach vom Ansatz her so, Tagespunkt ist immer, hat immer eine ganz andere Bedeutung als jetzt irgendwie irgendwas, was aus der Stunde kommt oder sonst irgendwo halt her. Ne? Und deswegen, das wäre jetzt für mich absolut plausibel. So, klar, aber man sieht ja trotzdem hier oben die rote, ne? Das heißt ja dann nur, okay, das Interesse von den größeren Positionen ist einfach noch nicht da. Ja, das heißt, hier sind jetzt einfach nur so die kleinen Algos am Werk und die kleineren Händler. Das passt und deswegen hält es jetzt auch hier erstmal. Das ist alles gut und schön. Ne? Nur ist sowas hat natürlich keine Relevanz irgendwie, sobald jetzt irgendwie was Größeres da reinkommt. Aber trotzdem, ja, wie ich gerade gesagt habe, kann hier short gehen, spricht nichts dagegen. Hätte man jetzt nochmal irgendwie 50 Punkte gemacht und kann dann jetzt hier überlegen, gehe ich da jetzt wieder raus oder will ich da ein neues Tief? Muss man eigentlich nicht. Ich würde dann hier sogar fast wieder rausgehen an der Stelle. Ne? Also zumindest mal irgendwie eng absichern. Stop irgendwie hierher oder so. Beziehungsweise wäre dann bei. Also Stop irgendwie hierher und dann halt mal gucken, ob wir da runterschieben oder nicht. Und umgekehrt auf der anderen Seite, auch im Daily wiederum, habe ich natürlich dann auch hier einfach mal ein Daily Pivot. Ja, also ich bin jetzt, ich würde nie hingehen und sagen, ja, am Pivot. Weil, ja, nein, es geht ja nur darum, wir haben hier eine Range. So. Und sehr oft ist es so, dass Ranges erstmal in zwei Richtungen verlassen werden, bevor sich dann für irgendeine Richtung entscheiden. Und was ist da naheliegender, als genau das zu machen in zwei Punkte, die halt eben aus dem Daily kommen oder im Daily sichtbar sind? Der Pivot kommt aus dem Daily und der ist im Daily sichtbar. Das heißt, das wäre eigentlich dann halt so genau das Ding. 840 wäre zudem hier auch noch der IS2, so heißt er hier mit der Anzeige vom Priax Tool, also die Erweiterung von dem Außenstab. Ne, das kommt noch dazu. Das heißt, weil das halt eben, also es geht ja nur darum, eine Reaktion. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie die ganze Richtung da halt irgendwie rauslesen zu können, sondern nur, dass ich sage, okay, wenn wir da hinkommen, kriegen wir höchstwahrscheinlich eine Reaktion, die nochmal für 30, 40, 50 Punkte oder mehr dann halt eben reicht. Ne? So, hier Vortagestief, das ist da oben das. Ne? Sieht man hier auch, das ist auch gleichzeitig der Außenstab, die Unterseite und auch hier mein lustiger Kanal, den ich hier irgendwie seit ein paar Jahren mit mir rumschleppe. Die einzige schräge Linie in meinem ganzen Bild. Und das heißt, auch das macht für meine Begriffe Sinn, dass wir dort nochmal Reaktionen kriegen. So, weil um mehr geht es ja nicht. Ne? So, und das heißt, und die beiden Punkte liegen einfach perfekt außerhalb. No. Das heißt also, hier wäre eigentlich super, wenn er da versucht, nach oben über die Range wegzukommen und da erstmal abhalten, dann kann man nochmal gucken, läuft das da weiter und hier unten genau das gleiche in grün. Das ist so der, jetzt mal rein für Scalping her, der Ansatz, den ich jetzt für gut befinden würde. No.
Auch wo ich jetzt hier gesagt habe, da, ich glaube, ich würde das sogar schon wieder rausgehen oder Stop eng ziehen, ne, sieht man ja. Also war auch nicht die schlechteste Überlegung. So, also Live-Trading, aber jetzt hier im Webinar beendet mit irgendwie nicht ganz so dollen 23 Punkten, weil ich eben verpennt habe. Ich weiß ja nicht, wer ein bisschen später dazu gekommen ist. Ich habe die Richtung, sage ich, jetzt lobe ich mich mal selber, ganz wunderbar vorhergesehen. Und aber hat eben verschlafen. Es liegt an meinem Schlafmangel derzeit. Ist einfach so. So, und das sind aber auch einige, ja schön, guck mal hier, 150 Punkte Short mitgenommen, 122 Punkte Long. Also einige haben hier was mitgenommen, das ist gut. Ich habe nur ein bisschen was mitgenommen, hier noch einen kleinen Skype irgendwie demonstriert. Und so, das war das Thema Live-Trading. Das heißt, jetzt geht es eigentlich darum, nochmal ganz kurz, jetzt ohne das zu weit auszuschweifen, was macht der Markt jetzt als nächstes? Ja, also wer jetzt dann halt irgendwie die Kasse handeln will, was ist in der Kasse plausibel? Gehe ich mal nochmal zurück hier auf mein Bild, auch nochmal in dem H1, mache das mal hier eine Runde überschaubarer. So, eigentlich, also das hier war ja halt die Richtung, ne, die ich vorgezeichnet habe, vor 14:30 Uhr, dahin, darauf. Das heißt, ich würde da jetzt auch erstmal dabei bleiben. Also wir haben halt hier unten schon ein relativ dichtes Cluster. Das heißt, vorgestern, also Mittwoch müsste das gewesen sein, ist da halt schon einiges gebremst worden hier. Dass der jetzt so einfach da durchläuft, weiß ich nicht, ja. Also das heißt, wir haben das Szenario für meine Begriffe wie folgt. Entweder, also wenn die Kasse jetzt nach unten drücken sollte, ja, die wird es nicht einfach machen. Würde für mich bedeuten, wenn er jetzt halt hier ein neues Tief macht, dass mein Lieblingsszenario wäre natürlich ganz klar das, dass wir hier einmal irgendwie so kurz drauf aufsetzen. Auch hier haben wir dann auch nochmal ein Gap. Gap finde ich immer total super. Hier ist aber auf der anderen Seite alles voll mit Gaps. Ne? Das heißt, dass wir so eine Bewegung kriegen, ja, bei der Kasse. So, ich mache die mal irgendwie grün. Das wäre mein präferiertes Szenario. Ne? Also hier einfach mal kurz rein und ab da hoch. So, aber ob das so einfach ist, steht auf dem anderen Blatt. Wenn jetzt der Markt nämlich Lust hat, die ganze Geschichte nach unten fortzusetzen, beziehungsweise nennt es immer nach unten zu stänkern, ja, dann wird er genau das nicht machen, sondern dann wird er halt auch hier direkt das auch noch mit rausnehmen. Hier das Low, möglicherweise, ja, und dann halt hier unten mal in den Supportbereich aufsetzen und dann halt deutlich nach oben wegziehen. Das wäre natürlich eine krasse Bewegung. Auf der anderen Seite, hier unten, da in diesem Dip, den man hier auf der linken Seite sieht, da ist ja irgendwie halt, ne, so, ich weiß gar nicht, so ein bisschen übermotiviert da auch weggelaufen. Und da haben wir halt hier auch, wenn man da sich mal die letzten Abwärtsbewegungen anguckt, einfach drüber, ohne Rückbestätigung. Eigentlich das Gleiche, wie wir hier auch haben. Das heißt, der fehlt eigentlich so ein bisschen. Und würde bedeuten, wenn wir also hier darunter kommen sollten, dann müsste das hier eigentlich wiederum halten. Dann wären aber auch hier alle Käufer erstmal raus. Also zumindest mal die, die kurzfristig unterwegs sind, die fliegen hier alle raus. Die schießen den Markt nach unten und hier unten wird dann wieder gekauft. Und das heißt, das wäre dann halt so die eigentlich eine Richtung oder beziehungsweise eine Bewegungsart, die für den DAO alles andere als untypisch wäre. Ja. Also das heißt, wir haben so ein paar Szenarien hier. Ist nicht so ganz easy, jetzt die Kasse da genau einzuschätzen. Aber das ist das, was für mich jetzt irgendwie hier als nächstes ins Auge springt. Also hier noch ein neues Tief, ja. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der jetzt hier nicht einfach dreht nach oben wegläuft. Also neues Tief, ja. Am liebsten eben bei der 840, weil da ein Gap ist. Hier ist das nächste Gap. Die Chance gibt es dann halt leider auch noch, ja. Also, dass wir dann halt nur hier drehen. Und man sieht, man hat so ein bisschen zu viel Szenarien hier, um das jetzt halt irgendwie an der Stelle noch sauber greifen zu können. Deswegen muss ich mich so ein bisschen zurückhalten. Zum Skypen wird es wohl reichen, in alle möglichen Punkte, in alle möglichen Richtungen. Beziehungsweise auch alle einzelnen Punkte. Das heißt, einmal hier die 840 müsste reichen für den Skype, die 720 hier unten müsste reichen für den Skype und die hier unten muss, wenn er das wirklich macht, eigentlich reichen für deutlich mehr. Ne? Und weil wenn man das auch mal dann irgendwie, also ich gebe das die Linien jetzt hier nicht im Live-Chart frei, beziehungsweise komm, ich mache es ganz kurz, mache sie aber nachher wieder weg. Also die, die das Add-on haben, die sehen das ja dann halt auch.
Und die Levels, aber ich mache die gleich nochmal weg. Sonst liest sich das so ein bisschen wie eine Empfehlung. Wenn man aber sich mal den Weekly anguckt, ne? So, dann wird der natürlich wie immer ein Interesse daran haben, irgendwie einen Grün zu schließen. Das heißt, auch da reden wir über, da reden wir über die 24.300, ne? Das sind 280. Das heißt, das wäre auch total plausibel und völlig okay, da nochmal hinzulaufen. Was dann halt eben auch nochmal dafür spricht, ich meine, heute ist nochmal Freitag und wir haben da gute Zahlen, dann wären die auch noch glücklich, ja. Und dass wir da halt es zumindest nochmal ansteuern. Würde heißen, also wir können halt hier irgendwo da unten so ein bisschen rumdrucksen, ja. Mehr ist es ja nicht, außer hier so in der Vorwoche noch da drin und dann halt wieder zurück hier hin. Würde sogar auch dazu passen. Ja. Von daher, für wirklich Short sehe ich da halt irgendwie erstmal keinen Grund und auch keine Chance. Also, dass es halt irgendwie arg weit geht. Der Anfangsimpuls eben, das war ja so vermutet, das passt, ja. Aber nicht, dass das stehen bleibt, glaube ich nicht. Noch nicht. Also kann ich mich natürlich auch täuschen, aber noch glaube ich da nicht dran. Alright, so, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das ist jetzt schon Sprachstörung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch so ein bisschen was auch hier wieder an die Hand geben zum Nachdenken, beziehungsweise weniger zum Nachdenken, eher zum Gucken und eher zum darüber nachdenken, wie man sich das anguckt. Vielleicht ist das die bessere Formulierung und wie man dann halt da auch was draus macht. Also freut mich nochmal, ich kann es nur wiederholen, für all diejenigen, die hier auch genau gelauscht haben und dann halt eben auch hier ordentlich Punkte mitbekommen haben. Das freut mich natürlich wie immer am allermeisten und natürlich aber auch insgesamt, dass ihr heute wieder wirklich das mega gut besucht heute. Freut mich natürlich total und kann an der Stelle nur sagen, danke, danke. Wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns am nächsten Mal, beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, übernächsten Dienstag, ne? Oder nächsten Dienstag, Florian? Nächster Dienstag. Nächster Dienstag schon, okay. Yep. Ja, nächsten Dienstag. Wer möchte, morgens 8:45 Uhr. Und bin ich dann auch nochmal da. Und jeder hat sich gerne dazu eingeladen. Das letzte Wort hat aber nichtsdestotrotz der Florian, weil der war, ist so motiviert heute gestartet und hat mich auch wach gemacht. Ohne dich wäre ich gar nicht so wach geworden. Wahrscheinlich, da habe ich nur gedacht, verdammt, der klingt so wach. Da kann ich jetzt hier nicht die Schlaftablette machen. Das geht gar nicht. Aber es hat funktioniert, wie man sieht. Es hat funktioniert. Hat was Ja, geholfen. mein Plan ist aufgegangen. Siehst du mal. Sehr, sehr gut. Bin stolz auf dich. Dankeschön. So, du Okay. hast das letzte Wort, mein Lieber. Okay, ich danke dir vielmals. Vielen Dank fürs Webinar. Vielen Dank, dass Sie wirklich, heute ist der Laden hier sehr rappelvoll gewesen. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Ja, lassen Sie sich gut gehen. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen. Ja, am Dienstagmorgen mit dem Dirk zusammen dann wieder um 8:45 Uhr, wenn es dann zur deutschen Börseneröffnung losgeht. Ist auch immer eine ganz spannende Angelegenheit. Von daher, schönes Wochenende, bleiben Sie alle gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und dann hören wir uns am Dienstag. Bis dahin, ciao, ciao.